Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um unseren, meinen Arma 3 Server. Also, nach mindestens 5 fehlgeschlagenen Serverstarts versuche ich es neu, einen Arma 3 Server aufzusetzen. Diesmal aber auf Malden. Wir hatten eigentlich immer Altes oder Anor als Map. Aber diesmal wird es Malden sein, da ich gesehen habe, auf Altes und Anor begegnen sich die Spieler viel zu selten. Natürlich hat es auch Vorteile, aber auch Nachteile. Kleine Infos. Erstens, er wird nicht modded sein, zumindest nicht am Anfang. Zweitens, wir fangen mit 16 Slots an und je nachdem, wie viele Spiele draufkommen, wird es auch mal. Drittens, während der Aufbauphase, wenn ihr während der Aufbauphase connectet, könnt ihr euch noch den Goldrang sichern. Infos wird es im nächsten Video geben oder wenn ihr den Stream schaut, auch im Stream. Viertens, die Map wird so gut wie komplett selbst gebaut, das heißt, Marktplatz, alles drum und dran, so gut wie selber. Wahrscheinlich in der ersten Version nicht ganz, alles egal. Fünftens, wir werden eigene Fahrzeuge, Fahrzeugskins, Tarnungen etc. verwenden. Das heißt, nichts von irgendwelchen Webseiten, so gut wie alles selber. Sechstens, wir bzw. ich höre auf. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt bzw. Verbesserungen, werden die auch, wenn es möglich ist, umgesetzt. Siebtens, Startgeld ist 26.000 und damit höher als auf anderen Servern. Auf anderen Servern ist 16.000 bis maximal 20.000. Achtens, was wichtig ist, wir sind kein Fun-RP-Server. Wir sind kein Fun-RP-Server. Neuntens, die legen Wert auf RP. Das heißt, jeder, der sich nicht an die Regeln hält, wird verbannt. Ab 5 Verwarnungen ist er weg vom Fenster. Das heißt, ein Bann temporär permanent kommt drauf an. Und zehntens, es herrscht Discord-Pflicht. Jeder, der auf dem Server spielt, muss auf dem Discord sein, sonst wird er einen Warn bekommen. Da das einfach zwei Gründe hat. Erstens, wenn ihr während der Aufbauphase kommt, den Goldstatus kann ich euch damit geben. Kann euch kontaktieren, falls irgendwas ist. Und kann halt den Spieler damit auch auffindig machen. Beziehungsweise, wenn er auf dem Discord ist, anschreiben, dass er, zum Beispiel, wenn er Regelbruch macht, halt auf den Kopf bekommen soll. Das war's erstmal für den Anfang. Ich hoffe, die Info hat euch gefallen. Wir sehen uns auf dem Server.